Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir Montag, den 21. Mai 2018, einen antichristlichen Feiertag, den sie Pfingsten nennen, das überhaupt nichts mehr zu tun hat mit dem Pfingst-Event, wie es in der Apostelgeschichte damals beschrieben war und was man auch gar nicht jedes Mal irgendwie feiern muss, sondern das war ja der Zeitpunkt, wo der Heilige Geist über die Apostel kam und eben sich das erfüllt hat, was Jesus Christus davor gesagt hat, dass ich muss weggehen und ich werde euch den Tröster schicken, der euch leiten wird in alle Wahrheit und der halt auf die Apostel runterkam. Das ist das wirkliche Pfingsten und nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass man dafür 2 Tage nicht arbeiten soll, um das jedes Mal zu feiern oder zu begehen. Wie auch immer, gibt mir auf jeden Fall, dadurch, dass ich auch hier in Belgien in einem sehr katholischen Land lebe, wo das eben auch gefeiert wird und ein Feiertag ist, genauso wie bei euch in Deutschland, die Möglichkeit, sich auf den Nachmittag hinzusetzen und eine Aufnahme zu machen, die heute ein wenig kürzer sein wird wahrscheinlich, zumindest was die Lesung angeht. Ob die Aufnahme kürzer sein wird, weiß ich nicht, weil ich bin ja hier mit meinem Bruder Michael wieder zusammen, der mich begleitet heute wieder bei der Lesung in dem Buch von Theodor Griesinger, wo wir heute den nächsten Teil lesen. Und ich habe gerade gesehen, dass der nächste Teil im Grunde nur klein, etwas über na, knapp 4 Seiten sind. Und dann fangen wir an, in dem dritten Buch zu lesen. Und das wird dann natürlich ein eigenes Video, also da fange ich eine neue Lesung mit an. Aber in der Zwischenzeit möchte ich erstmal guten Tag sagen zu Michael. Danke, dass du da die Zeit gefunden hast, mich hier zu begleiten bei der Lesung heute. Und herzlich willkommen. Wie geht's dir denn? Ja, hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung. Hallo liebe Hörer von Joggler66. Ja, mir geht's pfingstenmäßig relativ gut. Ich bin ja auch kein Fan von irgendwelchen römisch-katholischen Feiertagen, aber der Vorteil ist, man ist heute jetzt etwas ausgeschlafener und ich hoffe, das wird als eine ausgeschlafene Lesung heute. Ja, da gehe ich mal von aus, dass es eine ausgeschlafene Lesung wird. Ist ja wie gesagt auch nicht so lange. Aber fangen wir mal gleich an und machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Nämlich hatten wir gelesen bis zum Anfang des zweiten Absatzes auf Seite 312 in dem PDF. Ich fange aber oben nochmal mit dem allerersten Satz an, in der zweiten Reihe, dass wir da wieder kurz reinkommen werden, weil wir wissen ja, dass wir in diesem Augenblick uns beschäftigen mit den Jesuiten in Polen. Ja, wir wissen ja, dass es dieser Teil, den wir jetzt gerade lesen, nicht nur um Deutschland geht, sondern auch um die angrenzenden Länder Deutschlands. Und Polen ist halt ein Deutschland angrenzendes Land. Und von daher sprechen wir hier gerade über Polen, wo der Autor hier sagt, so urteilten schon am Ende des 16. Jahrhunderts die klarer Denkenden unter den Polen über den Orden Jesu. Allein dieser hatte damals bereits sowohl bei Hofe als beim tonangebenden Adel eine allzu feste Position gewonnen. Ja, die Jesuiten infiltrieren ja immer von oben nach unten herab. Als das auf solche Urteile auf den Landtagen gehört worden wäre. Und somit erreichten die Söhne Loyola schließlich im Jahr 1717 doch ihren Zweck, nämlich die vollständige Unterdrückung alles nicht-katholischen Glaubens und zugleich die Beraubung der Dissidenten all ihrer politischen Rechte. Unter diesem fanatischen Gebaren aber brach der Bürgerkrieg zu offenen Flammen aus, und da die Dissidenten von Russland in Schutz genommen wurden, so kam es schließlich, wie es nicht anders kommen konnte, nämlich zur Auflösung und Teilung des polnischen Reiches. Jetzt möchte ich mal eben kurz eure Geduld auf die Probe stellen. Ich muss hier in meinem Computer mal kurz etwas nachschauen, weil ich damals ja, wie gesagt, die Sendung gemacht hatte, die in 7 Stunden 20 gedauert hat. Das waren 7 verschiedene Folgen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo das ist. Ich hatte da nämlich ein Papier zu gemacht. Und in diesem Papier stand eine ganze Menge interessante Dinge über Polen damit drin, teilweise in Deutsch. Das hatte ich dann damals halt in Deutsch gehabt und habe mir das dann so ins Englische übersetzt. Mal so eben gucken, ob ich das hier irgendwo zwischenfinde. Das müsste dann unter Jesuits Derouting the Reformation sein. So heißt das. Hier ist Jesuit Connection to 1776. Ne, das ist es nicht. Wollte mal eben gucken, ob ich das hier finde, weil das wäre ja sonst schön, wenn man diese Informationen über Polen hier mit integrieren kann, weil ich habe das natürlich jetzt nicht mehr so im Kopf,
weil die Sendung selbst habe ich irgendwann gemacht, ich glaube Ende 2014 und ja, man ist halt keine 30 mehr. Also mit meinem Kopf ist normalerweise alles ganz in Ordnung, aber ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich das Papier habe. Ich dachte, ich hätte das hier und jetzt ist das hier nicht. Das ärgert mich ein wenig. Wollen wir eben gucken, wenn ich das suche mit Connection, ob ich das hier finde. Inzwischen habe ich natürlich auch einen anderen Computer. So, okay, hier ist Jesuit Connection 1776. Das sind aber nur die. Das sind nur die Audios. Ja, anscheinend. Ja, das sind nur die Audios. Und ja, der Computer hier ist natürlich auch nicht gerade besonders schnell. Jesuit Connection 1776. Nee, das ist. Ja. Derouting. Probieren wir es da mal eben mit. Also, Entschuldigung, ich hätte das natürlich auch vorbereiten können, aber das fällt mir halt jetzt gerade eben erst ein. Und von daher. Ja, okay. Nee. Habe ich. Jetzt finde ich hier diesen Computer das nicht so schnell. Also von daher muss ich mich da mal eben entschuldigen. Nein, sonst hätte ich da ein bisschen drauf eingehen können. Unter anderem steht in dem Papier drin, das weiß ich noch ziemlich genau, dass sie halt innerhalb von 60 Jahren nach der Reformation, die ja in Polen ziemlich zeitgleich mit Deutschland gelaufen ist, also ab 1520 kann man sagen, innerhalb von 60 Jahren darin es geschafft haben, die Polen von einem protestantischen in ein komplett katholisches Land umzudrehen und dass man die ganzen protestantischen Kirchen, die damals da gebaut wurden, niedergerissen hat und auch verboten hat, neue protestantische Kirchen zu bauen. Das hätte ich euch dann halt nochmal vorlesen können, wie ich das damals rausgesucht hatte aus verschiedenen Artikeln, aber da komme ich jetzt halt nicht mehr zu. Aber eben, hier geht es zur Aufteilung zur Auflösung und Teilung des polnischen Reiches. Und dafür wäre das ja vielleicht eine interessante Information gewesen. Gut, dann fahren wir halt in diesem Buch fort, weil ich das Papier hier im Augenblick nicht finde. Noch bleibt mir übrig, sagt der Autor, von der Machtstellung der Jesuiten in Russland, dem größten aller nordischen Reiche, zu sprechen. Allein kann ich es mit wenigen Worten tun, da der Orden nie eine Machtstellung daselbst erlangte. Zwar allerdings machte der weiter oben schon mehrfach erwähnte Pater Poncevin einen Versuch, sich einen Haltpunkt in jenem weitläufigen Staate zu gründen, und er streifte deshalb in verschiedenen Verkleidungen von Schweden aus in den Grenzprovinzen herum. Nirgends jedoch, wo er auch anklopfte, wollte man ihm öffnen, denn das Volk, das Geringere sowie auch das Höhergestellte, hing allzu sehr an seinem althergebrachten griechischen Glauben, ja, also der griechisch-orthodoxe Glauben, als dass es von einem Verfechter der römisch-katholischen Kirche und besonders des Papsttums hätte etwas wissen wollen. Und so verließ dann Poncevin mit ein paar Gefährten, die ihn auf seinen verschiedenen Kreuz- und Querzügen begleiteten, Russland wieder gänzlich unverrichteter Dinge. Plötzlich jedoch, ganz zu Anfang des 17. Jahrhunderts, zeigte sich ein Weg, um in das große nordische Reich einzudringen, und obwohl dieser Weg ein sehr krummer, ja, sogar ein sehr verbrecherischer war, weil das ist ja genau der Weg, den die Jesuiten immer suchen, so zögerten die Jesuiten doch keinen Augenblick auf demselben den Einmarsch zu forcieren. Nämlich nach dem Tode des Zars Iwan II., Massilewitsch, genannt der Schreckliche, kam anno 1584 dessen unmündiger Enkel Theodor der Erste Iwanowitsch an die Regierung, und für ihn führte den Zepter der Fürst Boris Theodorowitsch Godinow, der Gemahl seiner Schwester Irina. Von diesem Boris aber, einem gewalttätigen und ehrgeizigen Manne, flüsterte man, dass er den einzigen Bruder des Theodor, den Großfürsten Dimitri oder Demetrios, anno 1591 habe ermorden lassen, um sich nach dem Tode des kränklichen Theodor desto leichter der Zügel der Regierung bemächtigen zu können. Auch schien der Verlauf der Dinge diesen Verdacht zu bestätigen, denn als Theodor und mit ihm der letzte aus Kurix-Stamm anno 1598 wirklich starb, bemächtigte sich Boris sofort des Throns, und das meiste Volk nebst den Großen des Reiches erkannte ihn als Zaren an.
Die große Strenge jedoch, mit der er manche bei den Russen verhasste Neuerungen durchzuführen suchte, sowie die Begünstigung der Ausländer an seinem Hofe, erweckten ihm der Feinde gar viele, und es bedurfte nur eines geringen Funkens, um das unter der Asche glimmende Feuer des Aufruhrs zu hellen Flammen anzublasen. In dieser Zeit der Gärung nun tauchte an der Grenze von Polen ein Mensch auf, der sich für den ermordeten Dimitri ausgab, in Wahrheit aber kein anderer war als ein entlaufener junger Mönch aus dem griechischen Kloster Tschudow mit dem Namen Krischka Dziepriew. Und dieser Mönch fiel dem polnischen Jesuitenpater Nikolaus Kwerkowski in die Hände. Übrigens, das ist eine Geschichte, das haben wir, glaube ich, am Anfang des Buches schon mal gelesen. Wenn ich mich nicht irre, war das dieses Buch, wo wir darüber gelesen hatten, wo sie halt diesen einen König da glaube ich, sogar eine Prämie für ausgesetzt hatten, wenn sich da jemand melden würde, dass der neue Zar von Russland werden könnte, irgendwie so in der Geschichte. Müsste man am Anfang dieses Buches nochmal rumwühlen. Also da bin ich ziemlich sicher, dass ich das hier schon mal gelesen habe. Jedenfalls fährt der Autor fort und sagt, sofort ward der falsche Dimitri in ein jesuitisches Kollegium in Litauen gebracht und dort in der katholischen Religion sowie ohne Zweifel auch in der Rolle, die er zu spielen hatte, so bezeugt wenigstens der sehr unparteiische Tuan in der Geschichte seiner Zeit, unterrichtet. Nachdem er aber gehörig hergeschult war, stellten ihn die Jesuiten ihrem treuen Freund und Gönner, dem Wojewoden von Sandomir, man, die Namen hier, das macht mich jetzt langsam wirklich fickerig hier, den Wojewoden von Sandomir, kannst du das lesen hier? Also ich würde jetzt sagen M-N-I-S-Z-E-D. K. Nee, K ist das hier. Oder K, okay. C-K, aber M-N, ne? Ja, das lese ich hier auch aus. Mifzek vor. Und mussten denselben durch das Versprechen einer Heirat zwischen Dimitri und seiner Tochter Marina vollständig zu ködern. Der Mojewode erkannte also sofort den Betrüger als echten Dimitri an und durch seinen großen Einfluss sowie durch den noch größeren der Jesuiten gelang es nicht nur dem König Sigismund III., sondern auch fast den ganzen polnischen Adel, so für die Sache des Prätendenten zu gewinnen, dass es dem Mitzweck im Herbst 1603 gestattet wurde, ein großes polnisches Heer zu sammeln, um damit für die Rechte seines zukünftigen Tochtermanns, was ist denn das für ein Wort? Seines zukünftigen Tochtermanns, also Schwagers, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Gegen den Zar Boris zu streiten. Im Frühjahre darauf begann der Krieg und aus Hass gegen den harten Boris gingen nicht wenige zu dem eindringenden Prätendenten über. So kam es denn schon nach Jahresfrist so weit, dass der Inhaber des russischen Throns seine schließliche Niederlage voraussehen konnte. Und derselbe nahm daher im April 1605 Gift, um seinem einzigen Sohn Theodor, den die Russen liebten, die Thronfolge zu sichern. Letzterer wurde auch in der Tat zum Zaren ausgerufen, doch geriet er schon 2 Monate später nach seinem unglücklichen Treffen in die Gefangenschaft des siegreichen Dimitri und ward sofort erdrosselt. Dimitri selbst aber zog sogleich darauf im Triumphe in Moskau ein und ließ sich mit großem Pomp zum Kaiser krönen. Wer jubelte nun mehr als die Jesuiten? Der große Wurf war gelungen, und der falsche Demetrius, der ihnen das Versprechen gegeben hatte, ihren Orden in ganz Russland einzubürgern, falls seine Prätendentschaft durchgeführt würde, saß auf dem goldenen Throne im Kreml. In der Tat machte auch Dimitri der Fünfte, wie er sich jetzt nannte, sogleich Anstalt, sein Versprechen zu halten und erbaute seinen bisherigen Beratern und Beschützern deshalb alsbald ein prachtvolles Kollegium in Moskau. Auch erwiderte er dem Papst, also dem Antichristen Paul V. in diesem Fall, der deshalb
in Briefwechsel mit ihm trat, dass er gesonnen sei, die katholische Religion zur beherrschenden in Russland zu machen, nur möchte man ihm wegen der Vorurteile seiner Untertanen die gehörige Zeit dazulassen. Kurz, die Aussichten standen ganz günstig und der Orden Jesu träumte sich bereits als den Herrn von ganz Russland. Allein, so unerwartet schnell die Glücksgöttin geritten gekommen war, so unerwartet schnell ritt auch das Unglück. Kaum nämlich, dass Dimitri der Fünfte anderthalb Jahre auf dem Thron, so brach zu Anfang des Jahres 1607 an demselben Tage, an welchem er sich mit Marina, der Tochter des Vojvoden von Sandomir, feierlichst vermählte, ein Aufstand gegen ihn los und das Volk, angeführt vom Fürsten Wassili Schkuifki, brach in den Kreml ein. Dimitri und seine Polen kämpften tapfer, aber bald unterlagen sie der Überzahl. Und Dimitri selbst fiel unter den Streichen Wassili Schkuifkis. So nahm seine Regierung ein überaus schnelles Ende und mit ihr selbstverständlich auch die Existenz der Jesuiten in Russland, denn Wassili jagte sie mit den Polen zusammen aus dem Lande und die griechische Religion blieb von nun an wieder auf Jahrhunderte hinein die alleinherrschende in jenem großen Reiche. Ja, es ist ganz interessant, um hier mal eben darauf hinzuweisen, dass bei aller Sympathie für die Russen die orthodoxe Kirche, die in Russland ja die herrschende Kirche ist und die halt ein Ableger ist aus der griechisch-orthodoxen Kirche, also wir sprechen immer über die orthodoxe Kirche, dass diese orthodoxe Kirche im Grunde ja nichts anderes ist als Katholizismus. Wir müssen uns immer in Erinnerung rufen, dass wir es hier mit einem sogenannten Schisma zu tun haben, oder Schismus, ja, das Teilen der Kirche, wie es damals in 1054 passiert ist. Und das war damals, dass sich die östliche Kirche von der westlichen Kirche getrennt hat. Wenn man die Kirchengeschichte sich genau anschaut, dann ist es ja so, dass die römisch-katholische Kirche eben aus dem westlichen römischen Reich hervorgegangen ist, obwohl aber die römisch-katholische Kirche eigentlich gegründet wurde durch Kaiser Konstantin, der nachdem er das gegründet hatte, ja nach Konstantinopel zog, also nach Byzantien in der Türkei, wie es heute ist. Ich glaube, das ist heute Istanbul, wenn ich mich nicht irre, die Stadt, die damals Konstantinopel hieß. Und bin ich da richtig mit? Ist das Istanbul? Weißt du das, Michael? Ich denke schon, ich guck's gerade. Ja, ich dachte, das wäre so. Auf jeden Fall, die alte... Ja, heute Istanbul, richtig, ja, genau. Diese alte byzantinische Stadt, die also Byzantinien oder was weiß ich hieß, wurde dann Konstantinopel genannt, zu Ehren des neuen Kaisers Konstantin, der ja aus dem westlichen Reich, aus Rom, dahin gezogen ist und dann halt das östliche römische Reich mehr oder weniger geleitet hat. Und dann folgten ein paar Jahrhunderte, in denen das heidnische römische Reich mehr oder weniger aus dem Osten regiert wurde, durch die Kaiser. Und dann kamen wir zu der Situation, die ihr ja schon bereits kennt von meinen Lesungen von dem Buch von Martin Luther, das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wo Martin Luther diese Situation erwähnt zwischen Kaiser Phokas, der im Konstantinopel regiert hatte, und der dem damaligen Bischof zu Rom die Gewalt über die ganze Kirche gegeben hat, also die ganze katholische Kirche, nämlich die westliche, die römische, als auch die östliche. Und von daher wird dieser Kaiser Phokas als der erste Papst angesehen. Alle sogenannten Päpste davor, die römische Kirche spricht da natürlich eine andere Geschichte, aber alle Päpste davor waren im Grunde keine Päpste, sondern waren lediglich der Bischof der Bischöfe, ja, also der leitende Bischof der römisch-katholischen Kirche. Erst mit Bonifaz dem Dritten war es dann, glaube ich, den Phokas zum Papst ernannt hatte, also zum Brückenbauer, nämlich zu demjenigen, der die Macht hat, sowohl über die westlichen als auch über die östlichen Kirchen. Der war dann im Grunde der Erste, der sich Papst nannte. Da war ja der Papst davor, oder der, um es korrekt zu sagen, der Bischof von Rom, der davor war, auf dessen Namen ich jetzt natürlich wieder mal typischerweise nicht komme, der noch gewarnt hatte, dass wenn der oberste Bischof sich anfängt, Pontifex Maximus zu nennen, dass wir dann einen Vorläufer des Antichristen haben.
Das war, glaube ich, Gregorius der Siebte oder sowas. Also auf den Namen komme ich jetzt nicht mehr. Aber es steht in dem Lutherbuch ja drin. Könnt ihr ja nochmal nachschauen, wenn ihr das Buch selbst habt oder meine Lesung nachgucken über Kaiser Phokas. Das Video ist ja so genannt. Das kann man ja leicht rausfinden. Also interessant ist hierzu, dass damals halt durch den Umzug des Kaisers aus Rom nach Konstantinopel, das Reich, die Macht, das Machtzentrum von Rom eigentlich nach Konstantinopel verlagert wurde. Dieses Machtvakuum in Rom wurde dann von dem Bischof von Rom übernommen, der immer mehr und mehr Macht bekommen hat, wie es halt in Daniel auch heißt, das kleine Horn, das da rauswächst und immer mehr Macht und Macht bekommt, bis in 606 das im Grunde der Papst war. Und dann haben wir die 1260 Jahre bis 1866, wo das dann, wo er dann seine temporäre Macht oder seine temporale Macht verloren hatte. Und der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, ist eigentlich, dass wir halt sehen, dass wir knapp 300 Jahre eine Kirchengeschichte haben, wo die katholische Kirche eben die katholische Kirche war. Und dass es dann in 1054 zu dieser großen Spaltung kam, zu diesem Schisma zwischen der römisch-katholischen Kirche auf der westlichen Seite und der, wie wir sie heute nennen, orthodoxen Kirche auf der östlichen Seite, die also aus Konstantinopel rauskam. Das wurden dann die griechisch-orthodoxe Kirche am Anfang und natürlich hat die dann auch später in Russland sich einvernommen. Und was war der Grund für dieses Schisma? Meines Erachtens sind das zwei Punkte, wobei der Hauptpunkt der ist, dass die Bischöfe der östlichen Kirche, die den ultramontanen Machtanspruch des Papstes nicht unterstützten, also dass sie sich nicht dem Papst unterstellen wollten, sowohl temporär als auch spirituell, dass er der Führer der ganzen Kirche sei, und sie hatten auch ein Problem mit der Venerierung von Idolen. Meine ich. Inwieweit das heute noch ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil wenn man sich die russisch-orthodoxe Kirche anguckt, die ist ja genauso voll von Maria-Verehrung und was weiß ich alles wie die westliche Kirche. Also hier haben wir halt zu tun mit der Spaltung zwischen der westlichen und der östlichen Kirche. Aber nichtsdestotrotz, und das ist der wichtige Punkt, auf den ich hinaus will, nicht, dass wir das vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, die Orthodoxen sind auch katholisch, wie die westlichen. Wie die Römer. Und katholisch ist nicht christlich. Die östliche, die orthodoxe Kirche hat genau dieselben babylonischen Wurzeln wie die westlich-katholische, wie die westlich-katholische Kirche, also die römisch-katholische Kirche. Weil am Anfang war das eine. Die Teilung kam erst später. Aber katholisch sind sie beide. Und das heißt, dass vom wahren Christentum in der orthodoxen Kirche ebenso wenig etwas bewahrt wurde, wie es in der römisch-katholischen Kirche der Fall ist. Ja? Die römisch-katholische Kirche hat, und das ist also, das spricht im Grunde für die ganze katholische Kirche, West und Ost, hat damals durch Konstantin das heidnische römische Reich mit dem Namen des Christentums getauft. Und das ist heute immer noch so, sowohl für die griechisch- oder russisch-orthodoxen dasselbe, das absolut selbe, wie es für die römisch-katholische Kirche ist. Das darf man nie vergessen. Also bei aller Sympathie für die Russen und ihre Kirche, nicht vergessen, dass wir hier immer noch mit Katholiken uns beschäftigen und nicht mit Christen. Es ist keine christliche Kirche, die sich von der römisch-katholischen Kirche damals abgeteilt hat im Jahre 1054. Es ist eine Spaltung der katholischen Kirche. Und auch hier gibt es wieder ein sehr treffendes Bibelzitat, weil Jesus Christus ja gesagt hat, ein Haus, das geteilt ist in sich selber, kann nicht stehen. Ja? A house divided in itself cannot stand. So heißt der englische Ausdruck davon. Ich glaube, das war eine ziemlich korrekte deutsche Übersetzung dahin. Und welches Haus ist denn geteilt? Ja, weil das Haus der römisch-katholischen Kirche. Allein schon dadurch, dass wir dieses Schisma haben, also diese Abteilung zwischen der römisch-katholischen Kirche im Westen und der griechisch-orthodoxen oder überhaupt der orthodoxen Kirche dann im Osten. Die ist in sich selber
ist sie geteilt und kann deswegen nicht stehen. Natürlich im Zusammen, im Zuge jetzt des Ökumenismus, sicher seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, ist natürlich auch die orthodoxe Kirche unter die Fittiche von Rom zurückgekehrt. Aber sie haben immer noch ihren Patriarchen, ja, ihren Obersten neben dem Papst immer noch stehen. Da ist immer noch irgendwo ein Machtkampf, der da wohl ausgespielt wird. Also, der Punkt, den ich machen wollte, war, dass wir bei aller Sympathie, die wir hier für Russland vielleicht hegen, aufgrund dessen, was wir hier lesen über die Kirche in Russland, die ja beschützt wurde von dem Zaren, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der Zar, der russische Zar, hat immer die Schirmherrschaft über die Kirche übernommen, dass er die Kirche beschützt hat. Deswegen musste das Geschlacht der Romanows 1917 ja so vernichtet werden mit der russischen Revolution, weil der Zar die orthodoxe Kirche beschützt hat. Wenn der Zar weg ist, wenn die Herrschaft der Romanows weg ist, dann ist der Schutz der orthodoxen Kirche weg. Und dann kann man diese Kirche infiltrieren und auflösen und vernichten. Und in den Folgejahren nach 1917 mit der bolschewistischen Revolution wurden ja Hunderttausende, wenn nicht Millionen, Priester und Gläubige der orthodoxen Kirche getötet in ganz Russland und anliegenden Ländern. In der Sowjetunion hießen das dann ja, waren das denn so viele verschiedene Länder, was früher alles Russland war, verschiedene Provinzen, die dann eigene Länder wurden und was war eh nicht alles, also das ist eine andere Geschichte. Aber der Punkt ist, wenn man sich diese ganzen Ländereien da anschaut, da wurden ja Millionen Menschen hauptsächlich eben auch wegen der Kirche vernichtet, weil die Sowjetunion war ja russisch, ja, und die Sowjetunion war kommunistisch, wollte ich sagen. Und Kommunismus ist ja an der ersten Stelle atheistisch, also gegen Gott gerichtet. Ja? Ist ja eine menschliche Strömung. Und von daher ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben, dass wir da eben mal stehen bleiben, weil der Autor sagte ja, die Jesuiten haben in Russland nie Fuß fassen können. Nee, das stimmt. Bis Trotzki, Lenin und Stalin kamen und dann haben sie da ordentlich Fuß fassen können. Stalin war mehrere Jahre in Georgien Jesuiten geschult und war ein Jesuit. Ja? Er war ein Jesuit. Ein Jesuitenpriester, der an der Macht war, der kommunistischen Sowjetunion in der Zeit. Aber wie gesagt, wichtig, dass wir uns eben nochmal daran erinnern, dass wir es hier zu tun haben, sowohl im Osten mit der orthodoxen Kirche, als im Westen mit der römisch-katholischen Kirche. Wir haben es beides Male immer mit der katholischen Kirche zu tun. Also bei aller Sympathie für die Russen, natürlich, ich habe immer Sympathie auch für meine Feinde, ganz logisch, sagt Jesus Christus, ja, liebe deine Feinde, ja, habe ich kein Problem mit. Aber man muss eben auch deren Hierarchie, deren Denkweise und alles aufdecken. Und dazu gehört eben, dass wir ganz deutlich machen, dass die orthodoxe Kirche immer von der Regierung in Russland, also den Zaren, beschützt wurde. Und dieser Schutz wurde 1917 mit der bolschewistischen Revolution weggenommen und das ganze Geschlacht der Zarenfamilie damals wurde ausgelöscht. Und damit wurde dafür gesorgt, dass die Kirche ihren Schutzpatron, mehr oder weniger, wenn man das so nennen kann, verloren hat. Hast du da vielleicht noch eine Bemerkung zu, Michael? Ich hätte eine Bemerkung zu Pontifex Maximus. Ja. Und zwar habe ich mich da in den letzten Tagen mal ein bisschen mit beschäftigt und bin da auf verschiedene Informationen gestoßen, dass dieser Titel Pontifex Maximus eben nicht nur dem Papst zu eigen ist, sondern schon auf den alten römischen Münzen für die Cäsaren, also für die Kaiser des Römischen Reiches, gedacht war. Ich habe da zum Beispiel eine Münze gesehen, wo diese Abkürzung PM draufsteht für Pontifex Maximus. Für den Kaiser Gordian III., der hat regiert zwischen 238 und 244 nach Christus, also sprich ungefähr 80 Jahre bevor Kaiser Konstantin dann das Christentum gegründet hat. Und das zeigt doch für mich eigentlich, dass der Papst dann auch mit dem Titel Pontifex Maximus eben kein kirchlicher Titel ist, sondern dass er dann quasi die auch als Cäsar zu gelten hat. Ja, natürlich, das ist auch ganz logisch. Der Titel Pontifex Maximus
kommt ja gar nicht aus dem Römischen, wobei der Titel ausgesprochen Pontifex Maximus natürlich Latein ist. Aber der Titel kommt eigentlich aus dem Medo-Persischen. Ja? Also schon von früher, aus Babylonien, aus dem Medo-Persischen Bereich. Und einige Kaiser, ich glaube, der erste Kaiser, der sich Pontifex Maximus nannte im Römischen Reich, war Julius Caesar oder Augustus, einer von beiden. Ja, Augustus steht auf jeden Fall im Internet soweit Ja, drin, ja. das weiß ich. Und der Titel wurde dann auch immer weitergetragen und wurde dann später übernommen auf die Päpste, wobei wir ja das Problem haben, dass die römisch-katholische Kirche sagt, der Papst ist der Nachfolger Petrus, also jeder römische Bischof, der ja der höchste Bischof der Kirche ist, ja, der Bischof über alle anderen Kirchen ist, ist der Nachfolger Petrus, ist auch Pontifex Maximus. Es gab einige von diesen Bischöfen, die den Titel Pontifex Maximus getragen hatten. Dann gab es welche, die sich geweigert hatten, diesen zu tragen. Auch das habe ich in verschiedenen Lesungen bereits besprochen. Ich kann mich also nicht mehr an die ganzen Details erinnern. Aber unter anderem der Boniface III., der von Kaiser Phokas damals eingesetzt wurde, mit der Macht über die westliche und die östliche Kirche in 606, der hat den Titel Pontifex Maximus wieder getragen. Und das ist heute immer noch, und da hast du ganz recht, das ist heute immer noch ein Beweis dafür, dass die römisch-katholische Kirche in allererster Stelle eine politische Macht ist. Weil der Titel Pontifex Maximus ein politischer Titel ist und kein spiritueller, kein geistlicher Titel. Ja, und das lässt sich ja anhand der Münzprägung ja wunderbar beweisen, ohne dass man da jetzt in irgendeine Ecke gedrängt wird. Das finde ich ja das Wunderbare daran, denn diese Münzen sind ja nun mal halt ein einen historischen Beleg halt, ne? Ja, ich habe hier ein Bild, was ich auch mal eben einblenden werde, wenn mein Computer hier mal eben das suchte. Die Disk muss mal eben wach werden hier. Das ist ein Bild, das ich gemacht habe von dem Papst Franziskus, als er einzog in den Kongress damals in 2015, wo er ja diese gemeinsame Sitzung zwischen dem Kongress und dem Senat in Amerika besucht hat, wie du dich ja vielleicht erinnerst. Ja. In 2015, und das ist Bild, das habe ich jetzt hier eingeblendet im Video, das sieht jeder ganz groß, All Hail Caesar, ja, alle Heil an Caesar. Das ist nämlich unterlegt mit einem Zitat von Papst oder Antichrist Pius dem IX., Pio Nono, der am längsten regierende Papst in der Pontifikatsgeschichte der Antichristen aus dem 19. Jahrhundert, der ja gedient hat bis 1800 und schlag mich tot, 71, 72, weiß ich nicht mehr, knapp 40 Jahre oder so. In seinem Discorsi auf Seite 253 steht nachzulesen, das habe ich jetzt hier in Englisch, aber ich übersetze es dann auch gleich ins Deutsche, da steht drauf: The Caesar who now addresses you and to whom alone are obedience and fidelity due. Also mit anderen Worten, Antichrist Papst Pius der IX. Schreibt in seinem Discorsi und sagt, der Caesar, also der Kaiser, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Das ist der Papst, sprechend von sich selbst. Der Caesar, der euch jetzt adressiert. Ein ganz deutlicher Beweis dafür, dass die römisch-katholische Kirche es niemals unter Stühle oder Bänke stellt, also niemals irgendwie verbirgt, dass sie politische Ambitionen hat. Nur, das ist natürlich heutzutage in der Öffentlichkeit nicht so bewusst. Ja, die politische Wirkung des Vatikan. Deswegen ist es ja unglaublich wichtig für diejenigen, die Englisch können, sich das Buch durchzulesen oder die Lesung zu verfolgen in 99 Teilen von Tom Fress auf Inquisition Update, was er 2015 gelesen hat. The Global Vatican, der globale Vatikan, wo Francis Rooney, ein jesuitentrainierter Malteserritter, ganz öffentlich sich brüstet mit der politischen Macht des Vatikan weltweit. Steht's ganz klipp und klar drin, da muss man gar nicht irgendwelche Tücher drum winden, das ist ganz deutlich. Und hier in dieser Aussage vom Discorsi von Papst Pius dem IX. Ist es auch: Der Cäsar, der euch jetzt adressiert und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Ganz einfach, ganz klar. Aber Pontifex Maximus, da hast du recht, Michael, ist ein Titel,
der normalerweise also die politische Seite des Vatikan im Grunde beleuchtet und bestätigt. Ja. Ja, und wenn Pontifex Maximus halt der große Brückenbauer bedeutet, ich bin ja nun Latein völliger, völlig gar nicht bewandert, dann ist es doch auch so, dass dieser Titel halt aus dem heidnischen Rom mit überliefert wurde, was ja dann ein anderer Beleg dann auch wiederum dafür ist, dass es halt einfach nur die Fortführung einer heidnischen Religion ist. Sonst hätte man ja einen anderen Titel gewählt. Aber wenn man denselben Titel dann auf eine sogenannte römisch-katholisch-christliche, in Anführungsstrichen, Religion nimmt, dann ist es doch eigentlich eine Weiterführung dessen, was vorher schon gewesen ist. Ja, kann ich jetzt nicht viel gegen sagen. Das ist richtig. Halt, Pontifex Maximus ist halt eine Sache, die ganz normal war, möchte ich mal sagen, um im heidnischen Römischen Reich zu erscheinen. Was aber auch der Punkt war, im heidnischen Römischen Reich war auch, ich glaube, Julius Caesar, der erste Caesar oder der erste Kaiser, der es erlaubt hat, angebetet als Gott zu werden. Ja? Und schau, das ist ja das, was das letzte Königreich so unterschiedlich macht von allen anderen Königreichen. Wenn wir jetzt auf die Prophezeiung von Daniel mal zurückgehen, ja, diesen Metallmann. Wenn wir uns diese Geschichte angucken von der Kopf aus Gold, die Schultern aus Silber, die Hüften aus Messing, wie du sagtest, Bronze, Messing, Brass und die Beine und die Beine aus Eisen und halt zwei Beine, deswegen auch eben dieses geteilte letzte Königreich. Das letzte Königreich ist deswegen anders, weil es Kirche und Staat miteinander verbindet. In Babylon gab es damals den König Nebukadnezar. Und der Nebukadnezar hatte neben ihm seine spirituellen Leiter, seine spirituellen Fürsten, sage ich jetzt mal, seine Priester, die ganze Priesterschaft. Das war abgesondert von der politischen Macht. Ja? Die politische Macht war der Kaiser und daneben hatte man die spirituelle Macht. Das waren die Priester Baals, ja? Die Kanner Baals, wie wir das in Alexander Hislop lesen. Und im späteren Persischen Reich, das das Babylonische Reich überwonnen hatte, war es genauso. Da hatte man auf der einen Seite den Kaiser, also die zum Beispiel den König Xerxes und wie sie alle hießen da, die auch teilweise in der Bibel genannt werden. Und man hatte die Kirchenführer, sage ich jetzt mal, also die Priesterschaft. Und in Griechenland war das genauso. Alexander der Große war der Kaiser der Griechen, er war nicht deren spiritueller Führer. Die spirituelle Schiene fuhr daneben. Aber in Rom, da wird auf einmal die spirituelle Schiene und die politische Schiene zusammengeführt. Rom ist eine Verschmelzung aus Staat und Kirche. Und das macht das vierte Königreich, das Daniel beschrieben hat, so anders als alle anderen. Ja, das ist sehr einleuchtend, ja. Ja, und wir sehen das natürlich, wenn wir zum Beispiel wissen, dass der Papst, der sich ja Bischof der Bischöfe nennt, eben auch den Titel trägt, Pontifex Maximus, das ein politischer Titel ist. So, und da hast du die Verschmelzung von Politik und Staat oder von Kirche und Staat. Und sonst würde ja auch ein Konkordat keinen Sinn machen. Es war ja damals in Israel, war es ja auch nicht anders, also im Gesetz und der Prophetenzeit, also was die meisten Leute ja das Alte Testament nennen, in der Zeit war es ja auch nicht anders. Da hattest du zwar die israelitischen Könige, aber du hattest die Leviten, den Stamm der Leviten, die das Priestertum waren, die das Priestertum gestellt hatten von Anfang bis Ende. Die waren nicht involviert in die Politik. Die hatten mit den Königen nichts zu tun. Ja? Aber eben in Rom sind die zwei Dinge miteinander verbunden, ineinander verwoben. Und es gibt nur einen, der sich sowohl König der Könige als auch Herren der Herren nennen darf. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und diesen Titel hat der Papst ihm hier usurpiert, abgenommen hier auf der Erde. Er nennt sich selber den Stellvertreter Christi auf Erden, den König der Könige und den Herr der Herren. Weil er den Titel sich einfach aneignet. Weil wir ihm gestehen, diesen Titel zu haben. Wir sagen da ja nichts gegen, wir lassen ihn ja machen. Ist ja kein Protest mehr. Glaubt ja niemand mehr,
dass der Papst noch der Antichrist ist. Sonst wird die Welt ja heutzutage ein bisschen anders aussehen. Aber ich wollte halt nur kurz auf diesen Punkt eingehen, inzwischen schon eine ganze Weile. dass wir eben verstehen, dass mit allem Verständnis für die Russen, dass es bei der russisch-orthodoxen Kirche sich immer noch um Katholiken handelt. Ja? Und nicht irgendwie um Christen. Dass also Leute da nicht irgendwie das miteinander miteinander vermischen oder sowas, dass sie das nicht verstehen, dass sie sagen von, oh, die Russen, das sind aber wirkliche Christen. Nee. Das sind genau solche Katholiken wie die römischen Katholiken. Sie haben nur ein Problem mit dem ultramontanen Führungsanspruch des Papstes und mit der Reliquienverehrung auf der anderen Seite. Ob das mit dem Letzteren noch so ist, weiß ich nicht. Und mit dem ultramontanen Anspruch des Papstes ist es ja auch nicht mehr so wild, weil schließlich haben die sich ja durch den Ökumenismus jetzt auch inzwischen fangen lassen. Gut, und man darf ja auch nicht vergessen, das Buch von dem Griesinger ist ja aus dem 19. Jahrhundert, seitdem ist ja auch noch einiges passiert. Ja, natürlich. Also die Aussagen. Der Griesinger kann natürlich nicht voraussehen, was 1917 mit der der bolschewistischen Revolution passiert ist. Mhm. Aus seiner Sicht hat er ja recht, dass er meinte, die Jesuiten haben da niemals richtig Fuß fassen können. Mhm. Aber Entschuldigung, in der Hinsicht, Michael, hat er auch nur teilweise recht, weil schließlich hat die Zarin Katharina zur Zeit, als die Jesuiten verboten wurden, in der Periode zwischen 1773 und 1814, den Jesuiten ja Unterschlupf in Russland gewährt. Ja, es gab damals zwei Länder, die die zu dem Zeitpunkt offiziell verbotenen Jesuiten, die denen geholfen haben, die den Unterschlupf gewährt haben. Ja. Das war Russland auf der einen Seite und das war Preußen auf der anderen Seite. Ja, weil Preußen zu dem Zeitpunkt natürlich schon von Freimaurern unterwandert war. Und wir wissen ja, dass die Freimaurerei nichts anderes als der protestantische Arm des Jesuitenordens. Mir fällt ja noch ein drittes Land ein. Ja? Ja, Italien wahrscheinlich. Nein, aber die Vereinigten Staaten von Amerika, weil ja, die Jesuiten da hinter der Gründung standen. Das ist ja ihr Land von Anfang an. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika sind sie auch bis heute, 2018, niemals rausgeschmissen worden. Niemals. Stimmt, die sind dann nie verboten worden. Nie verboten worden, nein. Mhm. Übrigens, ich habe gerade eben gesehen, dass Brett gekommen ist. Wenn du so freundlich sein würdest, ihm schreiben würdest, dass wir vielleicht gleich zusammenkommen können. Ja, mache ich. Weiß nicht, was er mir geschrieben hat. Er hat ja nichts wissen lassen. Deswegen machen wir jetzt diese Aufnahmen. Und ich möchte natürlich eben dieses Video eben zu Ende bringen und lese jetzt eben nochmal weiter auf Seite 315, wo der Autor uns dann ja auch sagt. Und also ich fand das einen ganz wichtigen kleinen Ausflug, den wir gerade eben gemacht haben. Ich hoffe, das versteht jeder auch, dass wir da ein bisschen was von gelernt haben. Also mit allem Verständnis und mit aller Sympathie für die Russen, aber die russisch-orthodoxe Kirche ist ebenso katholisch, wie die römisch-katholische Kirche das auch ist. Okay? Das eben nochmal zum Abschluss dazu. Und dann lesen wir weiter, wo der Autor sagt, ich bin zu Ende mit dem weitläufigen Kapitel über die Machtstellung der Jesuiten in Asien, was wir ja besprochen hatten, angefangen über Indien, Japan und China, Afrika, Amerika, wo wir hauptsächlich uns mit Südamerika beschäftigt hatten, die Reduktion von Paraguay, und Europa, wo wir dann die verschiedenen Länder besprochen hatten, die Jesuiten in Italien, in Portugal, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland, in England, in Polen, in Russland jetzt gerade eben. Und ich hoffe, sagt der Autor, der Leser soll nicht müde geworden sein, diesen meinen Darstellungen zu folgen. Klein, fast unscheinbar war der Anfang, aber unendlich groß, ja überwältigend, der Erfolg. Als unumschränkter Monarch herrschte schon 100 Jahre nach der Gründung des Ordens sein General über alle Teile der Welt und zu seinen Füßen lagen, in Provinzen eingeteilt, die verschiedenen Reiche von Europa, Asien, Afrika und Amerika. Über jede Provinz war ein Provinzial als Statthalter des Generals gesetzt. Und jeden Monat musste dieser Provinzial an seinen General Bericht erstatten. Dasselbe taten alle drei Monate Direktoren der Kollegien, die Superioren der Residenzen und Professhäuser, die Vorsteher der Seminarien und Noviziate, die Leiter der Missionen, und durch diese Tausende von Berichten hatte der General zu jeder Minute die genaueste Kenntnis von allem, was in der Welt vorging.
Ja, da gibt es ein sehr schönes Zitat aus dem Englischen von dem Jesuitengeneral Tamburini, der sagt im Englischen: "See, Sir, from this room I govern China, not only China, but the whole world, without anybody knowing how I do it." Ja? Sie, mein Herr, von diesem Zimmer aus regiere ich die Welt. Regiere ich China, nicht nur China, sondern die ganze Welt, ohne dass irgendjemand versteht, wie ich es tue. Ja? Michele Tamburini, könnt ihr euch ja mal raussuchen, hat dieses Zitat gebracht. Und das ist genau das, was uns der Griesinger hier eben sagt. Durch diese Tausende von Berichten hatte der General zu jeder Minute die genaueste Kenntnis von allem, was in der Welt vorging. So macht er das eben, durch diese Machtstruktur der Jesuiten überall in der Welt zu setzen. So macht er das. Überdem, fährt der Autor fort, wurde von den Beichtvätern an den verschiedenen Höfen in die Geheimnisse dieser Entschuldigung, überdem wurde er von den Beichtvätern an den verschiedenen Höfen in die Geheimnisse dieser Höfe eingeweiht und war er deshalb stets besser orientiert als die jeweiligen Minister selbst. Was aber die Hauptsache war, keiner dieser Berichterstatter konnte ihn falsch berichten, weil jeder derselben wieder einen Assistenten an der Seite hatte, der seinerseits ebenfalls mit dem General in unmittelbarem Verkehr stand. Und diese Kontrolle war eine solch genaue, dass schon deswegen sich jeder der treuesten Wahrheit befleißigte. Wahrheit setze ich hier jetzt mal zwischen Anführungszeichen, weil mit der Wahrheit, die wir aus der Bibel kennen, hat diese wahre Berichterstattung dieser lügenhaften Geheimorganisation der Jesuiten nicht viel zu tun. Somit möchte ich den Jesuitenorden zur Zeit seiner höchsten Blüte mit nichts lieber vergleichen als mit einem ungeheuren Netze, das sich über die ganze Welt ausbreitete und dessen Fäden sämtlich in der Hand des Generals zusammenliefen. Ja, ich möchte das eben mit den Worten von John F. Kennedy noch einmal sagen: eine monolithische Verschwörung. Ja, so kann man das zusammenfassen. Und wenn der Autor das hier mit einem ungeheuren Netze, das sich über die ganze Welt ausbreitete und dessen Fäden sämtlich in der Hand des Generals zusammenliefen, dann würde ich sagen, das ist ein Krebs, der sich über den ganzen Leib zerstreut hat und seine Metastasen selbst in den allerkleinsten Winkel des Körpers gefunden hat und von einer Zentrale aus gesteuert wird. In diesem Netze, fährt der Autor fort, aber zappelte der größte Teil der Menschheit, nicht anders als die Fische tun, wenn der Fischer nach und nach die Maschen und Knotenpunkte enger und enger zusammenzieht. Mochte daher mancher König und Monarch sich noch so groß dünken, er war ein schwaches Wesen gegenüber dem General der Sozietät Jesu, und darum sagte man auch dem Claudio Acquaviva, der den Orden von 1581 bis 1615 regierte, nach, dass er einmal ausgerufen hätte: Warum es denn keine Brücken zu den Sternen gäbe, um auch noch andere Weltteile als die irdischen zu besiegen. Und mit diesem Zitat endet das zweite Buch in Theodor Griesingers Buch über die Jesuiten, das da heißt: Die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Wir hatten das erste Buch gelesen, wir haben jetzt das zweite Buch abgeschlossen und wir werden nächstes Mal im dritten Buch fortfahren, das da heißt: Die Sittlichkeit der Jesuiten oder das Gelübde der Keuschheit. Das ist der Anfang. Und dieses dritte Buch führt uns in weitere ungefähr 77 Seiten bis zum Ende. Und dann haben wir später den zweiten Band, weil dies ist der erste Band, eingeteilt in drei Bücher. Und dann gibt es noch den zweiten Band, der, glaube ich, eingeteilt ist in vier oder fünf Bücher oder sechs Bücher sogar. Das werden wir dann nächstes Mal sehen. Gut, dann möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei Michael für seine Mitarbeit bei der Lesung heute. Hast du zum Abschluss noch was zu sagen an unsere Zuhörer, Michael?
Ja, am Anfang der Lesung, wo es halt in Anführungsstrichen noch um die Polen ging, fiel mir noch ein zu sagen, dass halt da einzelne Landstriche, so wie Pommern zum Beispiel und so, ja auch mal zum Deutschen Reich gehört haben und deswegen natürlich auch ein bisschen deutsche Geschichte da mitschwingt. Und ich denke auch, man kann deutsche Geschichte, überhaupt unsere Geschichte, am besten verstehen, wenn man dann auch mal sieht, wie andere Völker und Teile sich da entwickelt haben. Und es ist immer interessant zu hören, wie Dinge sich da jetzt nun tatsächlich daraus entwickelt haben. Ich finde es auf jeden Fall super interessant, wenn man darunter versteht, dass man halt in Europa heutzutage ja gar nicht mehr so national unterwegs ist, sondern dass da eine ganz viele Sachen reinspielen, dann sieht man viele Dinge in einem anderen Licht. Und ich danke dir ganz herzlich für die Lesung und auch für die vielen Erklärungen heute. Ja, gerne geschehen. War mir ein Vergnügen. Macht mir ja auch Spaß. Deswegen mache ich das ja auch. Ich lerne ja auch selbst immer noch ein bisschen dabei. Und mit dem hast du ja ganz recht, was du gerade sagtest mit Pommern. Pommern, Schlesien, Ostpreußen. Das sind ja alles Gebiete, die heutzutage unter Polen liegen und die natürlich in Deutschland damals erzprotestantisch waren. Und deswegen war es nötig, um diese von Preußen wegzunehmen und unter jahrelange kommunistische Herrschaft zu stellen, wo der Atheismus regierte und von daher der Protestantismus innerhalb weniger Generationen komplett vernichtet werden konnte. Heute ist da nicht mehr viel über in den früheren Gegenden von Pommern, Ostpreußen und Schlesien. Leider. Aber gut, wir werden uns dann nächstes Mal mit dem dritten Buch in dem ersten Band von Theodor Griesinger beschäftigen, werden darin weiterlesen. Für heute danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha! So, hier bin ich dann nochmal zu dem kleinen Nachtrag, den ich bereits im Video schriftlich ja kurz angekündigt hatte. Das hat mich also wirklich gefuchst, dass ich jetzt nicht das Papier finden konnte, aber ich hatte natürlich einen verkehrten Suchterm eingegeben. Ich hatte Derouting eingegeben und so weit ging das gar nicht. Das Papier nennt sich The Jesuit D und das war es dann, abgekürzt. Das ist irgendwann mal verändert gewesen und das war alles noch auf meinem alten Computer. Jetzt aber habe ich hier ja auf dem neuen diese Sachen und dann möchte ich euch das jetzt eben mal zeigen, worin es in dem Gespräch ging, was ich meinte, als ich euch sagte von es geht um Polen. Ich habe das zweimal hier. Das ist einmal hier, was wir jetzt lesen, was hier in Blau hinterlegt ist. Das ist aus meinem Word-Dokument, was ich damals für die Sendung gebraucht habe. Das ist eine Sendung, die findet ihr in einer meiner Abspiellisten. Ich habe das Video selbst gar nicht produziert. Es waren damals 7 Radiosendungen, die ich mit Walt Stickel gemacht hatte. Die nannten sich The Jesuits Derouting the Reformation. Ja? Deswegen habe ich immer Derouting gesucht und habe es darunter nicht gefunden. Aber ich habe noch eine extra Disk, auf der ich alle meine Arbeit bewahre und dann habe ich es da dann gefunden. Und es ging also darum, dass wir also Jesuits Derouting the Reformation, ja, die Radiosendung ging also darum, wie die Jesuiten die Reformation entwurzeln. Und da hatten wir viele verschiedene Punkte besprochen, unter anderem hier über Polen. Jetzt hatte ich mir jetzt hier in diesem Fall, weil in Wikipedia, wenn man manche, oder überhaupt im Internet, in Wikipedia auch, wenn man manche Untersuchungen anstellt, dann gibt es manche Dinge in manchen Sprachen und manchen Sprachen eben nicht. Es gibt da Dinge in Englisch, die gibt es in Deutsch nicht. Oder zum Beispiel auch Dinge, die in Englisch viel intensiver erklärt werden, als sie das in Deutsch werden. Von daher hatte ich hier das Englische damals aufgeschrieben. Poland may be thoroughly Catholic today und so weiter. Und das habe ich jetzt gerade eben mal hier mit dem Google Translator in meinem Firefox-Browser übersetzt. Und dann lesen wir das mal eben, weil das ist nämlich die Sache, auf die ich vorhin hin wollte. Polen mag heute durch und durch katholisch sein. Aber die Reformation machte in diesem Land in der Mitte des 16. Jahrhunderts große Fortschritte. Polen ist ein Paradebeispiel für die Schwächen der Reformbewegung und die Erfolge der katholischen Reformation. Studenten aus Wittenberg brachten die Reformbotschaft früh nach Danzig und Krakau. Aber auch hier beeinflussten nationale Gefühle unmittelbar den Verlauf der Reformbewegung. Teilweise wegen der politischen Traditionen Polens, teils wegen der langjährigen Beziehungen zu Frankreich, teils wegen der wachsenden Abneigung gegen die Deutschen, griffen die Polen viel stärker zum Calvinismus und den calvinistischen Sekten. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Hussiten in Westpolen geblüht hatten, also das waren die Anhänger von Jan Hus, der ja auf dem Konzil von Konstanz in 1415 bereits von der römisch-katholischen Kirche exekutiert wurde.
Also, dass die Hussiten in Westpolen geblüht hatten, weshalb das Land eine lange Tradition der Unzufriedenheit mit dem Klerus hatte. Außerdem hatte das Land eine lange Tradition der religiösen Toleranz. Viele Juden waren aus den Verfolgungen im Westen geflohen und in Litauen gab es sogar eine islamische litatarische Bevölkerung. In Polen selber haben sich vor allem in den 1540er und 1550er Jahren eine Reihe unterschiedlicher Reformkirchen etabliert. Während überall Ideen und Enklaven gefunden wurden, blühten in verschiedenen Regionen Polens verschiedene Geschmacksrichtungen des Protestantismus auf, und zwar aus genau dem gleichen Grund wie in Deutschland, aufgrund der Vorlieben und des Schutzes des lokalen Adels. Ja? Also der lokale Adel hat die Kirchen beschützt, genauso wie es damals in Russland war, was ich ja gesagt habe in dem Video, dass der Zar der Schutzpatron der russisch-orthodoxen Kirche war. Das ist der Teil, der hier in Englisch steht, den ich jetzt ins Deutsche übersetzt hatte. Dann hatte ich hier noch zugeschrieben, als größter Erfolg der gegenreformatorischen Anstrengungen des Ordens, also der Jesuiten, wird Polen angesehen. Der Adel im 16. Jahrhundert war protestantisch. Die polnischen Könige waren katholisch. Und König Sigismund III., der lebte zwischen 1586 und 1632, war Jesuiten geschult. Da hatten wir ja in dem Buch gerade drüber gesprochen. Der kam ja aus Schweden. Ja, das war dieses Schweden-Polen, die Verbindung damals. Dann habe ich noch weitergefunden, damals in 1717 wurde der Neubau evangelischer Kirchen verboten, also Anfang des 18. Jahrhunderts. Und alle seit 1632 erbauten Kirchen wurden zu Niederreißen befohlen. Für den Abfall vom katholischen Glauben war nun in Polen die Todesstrafe vorgesehen. Den Jesuiten war es in gerade einmal einem halben Jahrhundert gelungen, den Katholizismus dauerhaft im Land zu verankern und den Protestantismus, mit anderen Worten, zu vernichten. So. Und das war das, was ich euch gerne noch aus dem Buch von Griesinger dazu erzählen wollte, aufgrund meiner damaligen Radiosendung mit Walt Stickel. Ich werde mal sehen, wenn ich dran denke, dass ich den Link für das Video 7 Stunden 20 ist das in das Video hier mit rein tue. Das ist Englisch. Wir haben die Radiosendung damals in Englisch gemacht. Ich habe die auch selbst nicht mehr. Ich habe mir die damals nicht gerade runtergeladen, glaube ich. Und da ist nur einer, der sich damals die Mühe gemacht hat, aus welchem Grund auch immer. Sehr freundlich von ihm natürlich. diese Radiosendung damals in ein Video zu verarbeiten. Aber es ist nur ein Standbild und ansonsten reden wir da halt. Und der hat alle die 7 Sendungen hintereinander aufgenommen und da ein Bild zu gemacht und das so gemacht. Deswegen ist das, glaube ich, 7 Stunden 20 lang. Aber das kann man sich ja in so vielen Teilen angucken, wie man das selbst gerne möchte. Vielleicht werde ich das auch jemals irgendwann nochmal selbst produzieren als Video, glaube ich aber nicht. Aber dieser Teil von Polen ist doch ziemlich wichtig und führt dann auch noch zum besseren Verständnis zu dem Buch von Griesinger, was wir ja jetzt gerade eben gelesen hatten. Aber wie ja gesagt, da sind wir stehen geblieben, jetzt im Anfang des dritten Buches, die Sittlichkeit der Jesuiten, das Gelübde der Keuschheit. Und da fangen wir dann nächstes Mal unsere Sendung drüber an. Aber diesen kleinen Nachtrag wollte ich euch eben noch bringen, weil mir hat das einfach keine Ruhe gelassen, dass ich dieses blöde Papier nicht fand, weil ich wusste, dass ich es habe. Und siehe, ich hab's nur nicht gleich auf dem neuen Computer gefunden. Also, danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha.